Ist nicht da. Okay, ja, den Herdpad. Den muss ich auch noch rüberschubsen. Warte mal. Das ist nicht. Nö. Nee. Irgendwas ist da kaputt. Ich gerade mal nachgucken. Sorry. Moment. Das? Nö. Nee. Hä? Nee, was ist das? Ist hier unten? Hä? Nee. Nö. Nee. Dad. Ah. Nee. Was ist das? Nee, das ist auch nicht. Hä? Nee. Sorry, das macht mich gerade ein bisschen fertig hier. Immer noch da? Okay. Okay, scheint zu funktionieren wieder. So, wir machen jedenfalls heute in Clock Tower 2 weiter. Und wir versuchen das Ende hier von Helen zu kriegen. Ob wir es heute hinkriegen, weiß ich nicht. Wir versuchen es zumindest. Okay, ich find's gerade echt nicht. Okay. Dann lassen wir das. Dann suche ich das später. Oh, Kamera ist ein bisschen tief, ne? Immer diese Schwierigkeiten. So. Moin. Und hallo auf YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge von Clock Tower. Wir machen heute weiter, wo wir letztes stehen geblieben sind. Und zwar, wir waren schon im Schloss angekommen und ich muss jetzt gerade mir einen Guide holen. Guide auspacken, weil das ein bisschen dann in Richtung einfacher ist. Oder so. Wo haben wir es denn? Genau, damit wir durch mich nicht nur durch verwirrt bin mit den Gängen und Räumen. Jetzt weiß ich nicht, das hier oder. Ich glaube, das war das, oder? Nee, das war's nicht. Das war der ganz alte Spielstand. Jetzt habe ich ein bisschen weiter rüber. Das ist der ganz alte. Ganz alte Spielstand. So. Müsste dann die 2 sein. Glaube ich. Wo es angekommen ist. Okay, ist laut. Ist laut. Moment. So. Da sind wir. Im Schloss Barrow's Mansion, eher gesagt. Jetzt hier. Ach ja, stimmt. Das Handy muss ich auch mal aus stumm schalten. Nein, wollte ich nicht. Ja, get some help. So, so, wir sind jetzt in der Main Hall, könnte man sagen.
Ja, ich spiele jetzt mit dem Guide nebenbei. Wenn wir das ein bisschen schneller durchkriegen in der Richtung. Wir sollen. Oh. Warte mal. Aha. Also oben kriegen wir den Bibliothekenschlüssel. Library Key. Okay. Ein kleiner Tisch. Stimmt, das war ja so, das war in der Mitte was. Fanden die. Da kommt er. Genau. Eine Zeitung von 1912. Im gleichen Jahr, wo die Barrows von England ausgewandert sind. Gehen wir da nochmal hin. Ratte hingelaufen ist. Das ist die Maus. Das ist ein Mausloch. Da ist irgendwas in diesem Mäuseloch. Das ist ein Schlüssel in den Mäuseloch. Ja, was denn? Library Key. Gut, jetzt haben wir den. Jetzt wieder raus und unten hin. Linke Seite und dann ist dort der Mansion Key. Genau, wir machen es halt ein bisschen da. Oder? Warte, warte, warte. Ja. Nochmal. Genau. Da ist irgendwas auf den Tisch. Das ist ein Schlüssel. Der Mensch, der. Huch! Okay, dann hier raus. Okay, das sind die drei Räume, drei ersten. Da sollen wir jetzt. Ah. Moment. Genau, da war eine. Da war, also diesen ersten Raum, wo wir jetzt dann gleich reingehen, war ja diese Hand, die uns dann mehrfach gekillt hat. Dann beschreiben wir das. Ja. Hier hin.
Was soll ich reingucken? Ein Schrank, der mit Staub bedeckt ist. Ah. Das eine Zauberspruch und ein Spruch, die bösen Kinder zu exorzieren ist, was ist versteckt? Ist im Kaminraum versteckt. Quentin. Barrows. Okay. Alles sieht normal aus, bis auf die Hand, die uns ein bisschen angegriffen hat. Ups. Okay, hier unten haben wir ja noch den vom letzten, wo wir vom ersten Run noch wissen, dass wir da noch ein Buch haben. Ein Buch ist auf dem Bett. Das brauchen wir. Die Geheimtür. Der Umschlag von diesem Buch ist aus Kupfer. Das Kupferbuch. Okay, soweit so gut. Okay. Okay, ich speichere mal trotzdem nochmal, damit wir den nächsten Weg wissen. Also ich sollte im Master Bedroom und dort, ach, da ist es. Den Kamin. Soll ich mal anschauen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht verfolgt von den Scissorman. Genau, soll man das gleich nehmen? Nee, Master Bedroom war da woanders, ne? Ah, nicht das hier, sondern da, wo wir vorhin den Schlüssel bekommen haben. Hab ich falsch? Das ist Master Bedroom, ja klar. Wo sind die Betten? Die Sofas natürlich. Wie immer verpeilt. Mal hoch. Okay.
Oh nein, die Batterien sind tot. Shit. Okay. Okay, da wieder zurück zur Küche. Da haben wir letztens ja Harris getroffen. Das war jetzt sogar auch eine Lösung. Haben wir Harris ja getroffen und der hat uns, glaube ich, den Schlüssel gegeben. Ja, ich glaube, das war so, ne? So, jetzt bin ich in den Gang mit den drei Türen. Da glaube ich, die dritte war das, genau. Glaube, ich muss das ein bisschen drüber schubsen, kann das sein? Das sieht jedenfalls so noch aus. Ah, ich bin. Ah. Na. Ist sie drüber geschubst? Und den. Genau, da brauchen wir irgendwie einen Schlüssel, damit wir das auch hier aufkriegen. Hier soll man zur Küche kommen. Mal größer machen. Sieht ein bisschen besser. ich glaube, die einzige Tür war hier. Küche, die müsste hier die sein, glaube ich. Nee, warte mal. Ja. Harris. Don't scare me like that. Nö. What's up? Did you find anything? No. Oh well, it's a good-looking place anyway, quite relaxing. What are you saying? Scissorman is lurking around here somewhere. It's just a hunch, but I don't think he's after me. Because he is after you. Okay. Oh, I found this key a while ago. You can have it. I wonder which door it opens.
Yeah, I wonder too. You'd better find a way to kill Scissor Man soon. Dann geht er durch. Okay, die soll mal auch durchgehen. Was ist in den Roten reingemacht worden? Okay, einige Dosen sind auf dem Boot gefallen. Wie ist mit den Chefs auf? Da scheint ein Schalter hinter den Regalen zu sein. Wie das kurz geworden ist. Und jetzt können wir, glaube ich, runter. Oder? Dass irgendwas macht, was den ganzen. Ende irgendwie erdet oder so. Das ist gut. Okay, dann nochmal versuchen reinzukommen. Was war das für ein Sound? Okay, mit Spinnweben überdeckt. Ah, hi. Tim. Da ist der Tim. Oh, Miss Maxwell. Hi. Is everyone all right? I don't know. I'm still looking for them. I wonder if Nolan's still alive. Nah, das ist. So, dann haben wir das. Nun wieder dahin, wo wir am Anfang reingekommen sind. Dann Great Door. Okay, dann durch. Wir kamen hier wieder zurück, glaube ich. Genau. Wieder und dann müssen wir wieder in den ersten Flur, Treppenhaus. Ja, glaube ich. Okay. Das Wohnzimmer wieder, die Gemälde.
Okay, jetzt sind wir in der Hallway, genau, da müssen wir hin. Und ich weiß jetzt nicht. Use the matching key on the. Ah, warte mal. Den Raum geben, wo der eine Sarg drin war. Menschen Key? Nee, nicht Fireplace. So, was war das? Ah, an den Treppen vorbei. Und da drüben war der Raum. Ja, genau. Dahinter den Treppen war der. Genau. Hier der Raum. Richtig. So, was haben wir hier gucken? Muss man aufmachen. Da finden wir wen. Nolan, what happened? Are you all right? Somebody attacked me from behind. My head is still throbbing. Nicht gut. Okay. Tape-Recorder. Das muss das sein, oder? Badges in hier. Ja, genau. Sind nur die richtigen. Oh gut, die passen in die Taschenlampe. In die Taschenschlampe. Was? Was? Wie? Wie? Hey? Ah. So, nochmal raus. Master Bedroom, wir also wieder in die Haupthalle. Dann hoch ins Master Bedroom und mit der Taschenlampe dann den Kamin. Genau. Kamin. Noch läuft ja gut, ne? Ja, mal gespannt, wie das Spin-off Struggle Within oder wie hieß es nochmal? Ghost Head, genau. Wie das ist. Habe ich auch noch da. Auch glaube ich auf Englisch komplett. Dann können wir uns endlich zu Clock Tower 3 wenden. Irgendwann mal. Ich hoffe noch. Vor meiner Abwesenheit dann. So, jetzt probieren wir die Waschlampe nochmal aus hier. Ah, da ist eine Notiz. Das ist in Latein. Worte, die die Tür öffnen. Na eh.
Na, eh, sch, hm. Setzt du auf die Uhr. Vielleicht könnte diese Worte genutzt werden, um den Scissorman zu exorzieren. Du hast den Door. You have the Door Spell. Also den Tor-Zauberspruch? Tor? Nee, Tür-Zauberspruch. Okay. Mhm. So, dann wieder zurück zu Nolan. Ich glaube, dort waren auch diese Bälle, die wir dann am Ende genutzt haben für die drei wie heißt's? Die drei Löcher, beziehungsweise wo das gebuddelt worden ist. Weißt du? Hier lang. Wo Nolan war, kriegen wir diese Bälle im Ball. Ah, wird da immer runterschmeißen und da gucken können, wo wir durchkommen. Genau, das brauchen wir am Ende. Wobei leider das Ende C oder D war das? Ich glaube C war das. Ich habe gerade nicht mehr im Sinn, welches Ende wir da zuerst gemacht haben. Ganz hinten durch, ja. Dahin, ja. Ist noch da, okay. Mhm. Genau. Kiste durchsuchen. Was ist das? Das ist wirklich schwer. Leadballs. Was heißt denn das? Eisenkugeln? Ich glaube, das waren Eisenkugeln, ne? Eisenkugeln. Gut, Eisenkugeln, das hätten wir. Okay, gut. Okay, wir speichern mal. Ja, noch kommen wir gut durch, ne? Noch. Vielleicht nicht mehr. Jetzt habe ich es gejinxt. Ja, jetzt habe ich es gejinxt. So. Wieder raus. Zur Haupthalle. Dann oben hin. Denn oben war ja noch auch so ein Durchgang, was aber ein Gatter davor hat. Und jetzt müsste es eigentlich kein Gatter mehr davor haben. Kein Gitter. Gitter. Entschuldigung. Gatter. Genau, ist noch hoch. Genau, das ist jetzt offen. Das meine ich, ne? Okay, das ist dann die Flur 3.
Okay, lass mal die erste Tür nehmen. Mhm. Das Büro bzw. ein Library Room, das heißt Bibliotheksraum, oder? Ja. Mal in den Chair gehen. Auch ein bisschen laut, ne? Also einige Worte hineingeritzt worden. Nimm den trockenen Pfad. Wenn du bei den dreien wählen musst. Ich frage mich, was das bedeutet. Naja. Da haben wir wieder den Hinweis bekommen. Okay. Hier müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich save mal hier extra. Ich muss eigentlich nochmal gucken, welches Ende wir nochmal hatten. Ich gehe nochmal kurz zurück, ja? Ganz kurz. Geht hier relativ fix. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, welches Ende jetzt wir hatten. Ah, C. C hatten wir. Okay. Da können wir ab den Save dann D probieren. Ja, okay. Da bin ich jetzt, diesen Save werde ich nicht überschreiben, den nehmen wir für das Ende D. Ich weiß nicht, ob wir nur Helen machen oder auch Jennifer. Mal gucken. So, also das heißt, wir müssen in hier erstmal durch. So. Okay, jetzt haben wir auch das Kupferbuch dabei. Also das mit dem Kupferumschlag. Mhm. Ah, hier. Diese Box hier. Das ist eine Kästchen oben. Ich frag mich, was da drin ist. Betrugst du damit? Beach. Okay. Komisch. Es klingt so, als wäre was in der Box. In der Kiste. Aber da gibt's keine Möglichkeit, das zu öffnen. Rattling. Klunkert? Klunkert was. Aber da gibt's keine Möglichkeit, das Objekt rauszunehmen. Woodenbox, genau. So, wir wollen ja A, B und oder C. Wir gehen ja auf den A-Weg. Na, da gehen wir zurück und schmeißen die Woodenbox in das Feuer. Into the fire. Na. Ja, okay. Schmeiß mal drauf. Na klar, ich könnte die äußere Hülle wegbrennen. Okay.
Da ist da was drin. Da ist ein Schlüssel in der kleinen Kiste. Ah, Cosmetic Key. Alles klar, dann haben wir den Schlüssel. Mhm. Okay, da haben wir den Schlüssel. Gehen wir mal hier hin, wieder zurück. So, da müssen wir erstmal das untersuchen hier. Mhm, was sind denn Kratzspuren? Ich wollte schon Kratzmerkmale sagen, aber es sind ja Kratzspuren. Von irgendwas Schweren verursacht worden auf dem Boden. Mhm. Aber. Bücher, da wird ein. Da fehlt eins. Okay. Dann. It's open. Ah, ich glaube, da kommen wir in den Raum. Genau, in den Raum. Wo ich den anderen Safe hatte. Ja, ja, ja. Okay. So. Okay. Dann müssen wir diesen Leadball nehmen. Ich frage mich, wie tief das runtergeht. Ich soll das mal ausprobieren. Du hast den Ball nur runtergeschmissen. Nicht für uns. Wir sollen den trockenen Pfad nehmen. Mhm, das ist wieder das Gleiche. Sie fragt sich, wie tief das ist und dass sie es ausprobieren sollte. Und wieder gedroppt. Trocken. Scheint nicht tief zu sein. Okay. Dann können wir den Weg nehmen. Weil er trocken ist. Es ist ziemlich dunkel, ich kann nichts sehen. Wir gehen trotzdem runter. Klung, 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 klung. Währenddessen muss ich mir mal kurz was zu trinken. Ah, das sieht schon wesentlich besser aus. Okay. So, wir sollen den Pfad folgen und ich glaube, da kommen wir in den reinen Raum, wo wir Gott gefunden haben. Der gibt uns die Pistole. Und, warte mal, hier können wir wieder hoch, ne? Prost! Alle mal was trinken, damit ihr nicht dehydriert. Cheers! Da führt das so hin. Hi! Gott? Mhm, unser Polizist. Yo, T. Ja, da sitzt einfach. Oh, you're alive. Hey, what do you mean by that? Whiny knee. Okay.
Where is everyone? I don't know. Aren't they with you? Scissorman attacked us and we all scattered. Haben doch gar nicht getroffen, oh, fällt mir ein. I see. Ich verstehe. What do we do now, Teach? We've got to keep looking. There has to be a way to kill Scissorman here somewhere. Aber doch schon denk. Ja. That's why he's trying so hard to get in our way. Yeah. Then take this with you. Ja, genau. Das hat man ja im ersten Run nicht gehabt. Deswegen ist Jennifer beim letzten Mal gestorben. It's okay. I've got another. Ist schon laut. Use it? Maybe. Yes, I've had some training. Huh. That means you're an amateur. But anyway, this will be real practice. Immer schön. Mehr oder weniger. Cheers. Got. Huh? Thank you. Ach ja, die Kinder. That? Just what you thought you saw. Ghosts. Oh, I broke it. Probably the ghosts of all the kids killed here. How terrible. After Scissorman, I ain't scared of no ghosts. I ain't broke, Ghostbusters! Okay. Alles klar. Wie gehen wir hier raus? Gehen wir hier raus oder gehen wir da raus? Wir gehen, glaube ich, mal hier raus, oder? Gut. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe es vermasselt irgendwie. Oder? Ah, jetzt bin ich irgendwo gelandet, wo ich nicht klarkomme. Vielleicht hier. Wir müssen jetzt in die Haupthalle wieder zurück. Ah, hier sind wir richtig, glaube ich. Genau, die Treppe, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Und Scissorman haben wir noch gar nicht getroffen. Im Gegensatz bei der Bibliothek, wo wir ihn laufen getroffen haben. Gut. Da kannte ich das nun nicht. Okay, soweit, so gut. Jetzt sind wir hier. Wie gesagt, wir gehen jetzt für das A-Ende. So, jetzt sind wir hier in der Haupthalle. Da war rechts an der Seite, auf der anderen Seite.
Ja, ein Tor. Die Tür mit einem sehr großen Schloss. Ich habe mal gespeichert, falls ich dann... Ja, ist noch da. So, wir haben die Pistole. Bam! Petler came undone. Nice one. Oh nein. Wir schauen die Pistole raus, weil wir müssen hier schnell sein. Die Kapelle wieder. Und Jennifer. Jennifer. Mhm. Was soll ich machen? What should I do? Nein. Jennifer. Oh, why? Ja, Frau Marcel, ich werde gleich da hinschießen sollen. Ich habe 3 Sekunden. Eieiei. Verkackt. Okay, Load Game. Versemmelt. Ja, sonst haben wir das Ende, wie wir vorhin hatten. Letztens hatten. Ich muss da gleich drauf. Gut. So, dann wollen wir mal die Tür wieder aufballern. Was lustigerweise mit einem Schuss geht. Bam! So. So, dann machen wir das aber besser jetzt hier. We want to save her. War das, glaube ich, ne? So in Richtung. Jennifer. Mhm. What should I do? Genau. Kablam. Ja. Jennifer. Atze. We saved her. Thank heaven you're still alive. Helen? Hi, Jen. It's okay now. I've got Scissorman cornered. Wait here. Good. Dann hätten wir den gekriegt. So. So, ich hoffe mal erstmal, D hätten da hat man schon, ja. Nee, C.
Wer hat ihn getroffen? What? Professor Barton. Why? How could you? Helen, I told you when you first joined my seminar. There's always a danger of turning toward evil. When you are researching criminal behavior. Always remember that danger. What are you saying? It's ironic, isn't it? That I was drawn in by his evil soul. Helen, do you believe that you really have the strength to keep it from happening to you? Can you really deny that you are involved in this case because you wanted to be involved? Maybe you too are attracted by the vast darkness. I'm not like you. Right, Teach. She's okay. And the case is solved. It is not over yet. Helen? The professor said he was drawn in by his evil soul. His. In other words, the real Scissor Man is still alive. It's not over until he is dead. Gotts, please stay with Jennifer. What about you? I'm going to take another look around. I'm going to find the real Scissor Man. I see. Be careful. Helen. I'll be all right. Okay. Dann haben wir herausgefunden, dass Professor Barton wohl dahinter steckte mit der Maske und der Schere. Wurde angezogen von der bösen Seele sozusagen. Oh nein. Thank you.
Hallo? Oh oh. Müssen wir weg hier. Okay, das ist das erste Mal. Okay, wir sind los. Okay. Aber wie sie sagte, ist scheinbar noch nicht vorbei. Ja, wir dachten, Sisserman wäre jetzt der Professor Barton gewesen, aber anscheinend läuft der Echte noch hier rum. Okay. Wo bin ich jetzt hin? Schwarze Blutflecke sind über den ganzen Boden verstreut. Okay. Das sind Ketten. Hier? Glaube ich ihr wiederum. Was Kosmetik Kästchen ist abgeschlossen. Naja, wir haben den Schlüssel hier. Wer ist damit? Es ist offen. Da ist ein. Das eine. Das Papier drin. Das ist eine Zeichnung von der Villa. Eine Passage ist unter den Brunnen eingezeichnet. Du hast nun die Karte. Okay.
Okay, warte mal. Muss mal gucken. Ja, warte mal. Nee. Okay, okay, dann nochmal raus hier. Durch die Kapelle. Hier durch. Dann glaube ich, dass wir mit den spitzen Dach bei der Tür, also die dann so mit den Dings hier drauf auf der Tür bei der Tür war. Das ist ein Raum weiter. So, das wäre hier. Wir meinen ja Jennifer nicht. Ich mache nur diesen einen Run mit, also komplett durch mit Dings. Nein, nicht ganz komplett, aber zumindest das mit Helen. So, und hier wäre dann Möglichkeit, sich anders zu entscheiden dann am Ende, oder? Genau. Oh. Ja, dass er da noch kommt, das ja, ist ein bisschen blöd. Wir müssen eigentlich dahin. Das ist jetzt doof. Okay. Das können wir hin. Komm, geh rein. Knapp. Okay. Dann mal zurück zum Brunnen, wo der rauskam. Und auf der rechten Seite, glaube ich, war eine Valve oder so ein Ventil. Genau, Ventil, dass man das abschalten konnte. So. Ingenieur. Genau. Damit können wir das Wasser abschalten. Genau, das soll eine Passage unten sein. Und wenn der wenn das Wasser weg ist, können wir da durch. Handy? Nein. Moment. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen runter. Mhm.
Okay. Damit wären wir hier. Und hier gibt es noch ein anderes Ende. Okay, dann gehen wir mal da rein. Hi. That voice. I didn't think you'd get this far, Helen. Edward? That is Edward's voice? Oh, God. You're the murderer? Let's play, Helen. Okay. Oh nein. It's open. Hi, God. Bye. Reason to get upset, is there, Teach? I don't think we can make it. I am certain Jennifer is still alive. Hey, someone's there! Ooh. Jennifer? Helen? Ah. Jennifer, you're alive! Helen! Noise.
Ending Rang A. Survivor 6. Helen's Ending. Oh, wir haben das A-Ende gekriegt. Noise. Kommt da noch was? Nee. So, das war das A-Ende. Jetzt würde ich mal sagen, wir laden, wo wir am Dings waren. Wie heißt es? Wir versuchen das, warte mal, wir haben, B haben wir nicht gekriegt, aber wie kriege ich B? D will ich auf jeden Fall noch kriegen, das können wir kriegen schnell. Lalü. Okay. Versuchen wir erstmal das D-Ende zu kriegen. Wo war denn der Fireplace? Ich glaube, der war der obere. I think. Oder ist das untere? Gerade etwas verwirrt. Ich lade erstmal das hier. Weil wir dürfen die Box nicht reinschmeißen. Okay. So, jetzt sind wir hier. Die Box dürfen wir nicht haben. Ich gehe jetzt auf D jetzt. So ein bisschen laut hier. Maus da. 7. Okay. Und checken wir hier mal hin. So, und das für das andere Ende haben wir ja da auf. Oh nein. Nein. Der kommt jetzt echt bescheiden. Nein, da kommen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir loswerden erstmal. War da die Küche? Nee. Meine Blase ruft gerade. Da schon? Shit! Falsch gedrückt. Okay, machen wir gleich weiter. Ich muss mal kurz mal noch mal kurz austreten. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. So, hat funktioniert. Sehr schön. Wir laden. So. Über das D-Ende bekommen mal. Ich glaube, das war hier. Genau. Auf die zu lange. So, erstmal die Scratchmarks.
Genau. Genau. Da ist ein Regal, wo wir das Copperbuch. Das Buch mit den Kofferumschlag dran machen. Da haben wir hier. Zack. Tada! So, die gehen wir hier rein. So, wo war... Okay, hier haben wir jetzt Ruhe. Ich glaube, der erste war... Er ist immer, glaube ich... Okay. So, probieren wir die Mitte. Ich glaube, das ist immer die Mitte. So. Oh, mal die Mitte ist da. Wasser auch. Okay. Dann probieren wir den hier. Mhm. Da muss man. Okay. Dann gehen wir runter. Beschwer dich nicht. Geh einfach runter. Da können wir runter. Das ist safe. Wir sollen ja den trockenen Weg gehen. Genau, dann wieder hier hoch. So, was ist da? Das hat geführt. Sind wir wieder hier. Sprechen wir den Gott wieder an. Yo. Oh, you're alive. Hey, what do you mean by that? Where is everyone? Aren't they with you? Mm-mm. Scissor Man attacked us and we all scattered. Oh, I see. So, Mom. What do we do now, Teach? We've got to keep looking. There has to be a way to kill Scissor Man here somewhere. Mm-hmm. That's why he's trying so hard to get in our way. Mm-hmm. Yeah. Then take this with you. Might be useful. Yeah. A pistol? What about you? It's okay. I've got another. Can you use it? Yes. I've had some training. That means you're an amateur. Mm-hmm.
But anyway, this will be real practice. Oh. God. Huh? Thank you. Okay. Mhm. Es kommen die kleinen Kinder wieder. That? Just what you thought you saw. Ghosts. Probably the ghosts of all the kids killed here. How terrible. After Scissor Man, I ain't scared of no ghosts. Ghostbusters! Okay. Dann können wir raus. Ich hoffe, die Richtung, oder? Okay, gut. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir wieder an die andere Richtung. Genau, wir müssen wieder zur Kirche. Nee, da nicht. Doch, wir können dadurch. Ja. Gut. Hier unten hin. Wenn wir die Tür aufschießen. So, da gehen wir rein. Retten wir Jennifer? Shot. Did it hit him? Jennifer. Okay, Jennifer wieder gesaved. Oh. Oh. Thank heaven you're still alive. Helen? Mhm. It's okay now. I've got Scissor Man cornered. Wait here. Genau. Und wir gehen durch die Tür, wo er durchgegangen ist. Maske, Blut. Okay, sie geht selbst hin. Professor Barton. Why? How could you? Helen, I told you when you first joined my seminar. There's always a danger of turning toward evil. When you are researching criminal behavior.
always remember that danger. What are you saying? It's ironic, isn't it? That I was drawn in by his evil soul. Helen, do you believe that you really have the strength to keep it from happening to you? Can you really deny that you are involved in this case because you wanted to be involved? Maybe you too are attracted by the vast darkness. I'm not like you. All right, Teach. She's okay, and the case is solved. It is not over yet. Helen? The professor said he was drawn in by his evil soul. His. In other words, the real Scissor Man is still alive. It's not over until he is dead. Gotz, please stay with Jennifer. What about you? I'm going to take another look around. I'm going to find the real Scissor Man. I see. Be careful. Helen. I'll be all right. Okay. Was haben wir richtig gemacht? Ich glaube, das liegt daran, dass wir den Doorspell hatten. Damn it. Okay. Okay, normalerweise wäre es hier. Okay. Warte mal. Ja. War das? Für wen ist das B-Ende noch? Okay. Wir versuchen das B-Ende zu kriegen, ne? Okay.
Okay, wir lassen sie mal sterben jetzt. Jennifer, oh, why? Okay. Ich muss dahin, oder? Dieser Geruch. Dieser Geruch ist voll dem mit dem Geruch von Blut. Ah, ich will dich eigentlich komplett nochmal neu machen. Gar keinen Bock. Okay, wir holen das B-Ende und dann da. Ja, die D ist jetzt ein bisschen blöd. Kann ich Chapters auswählen? Guck gleich mal. Ich muss auf jeden Fall die Kosmetik-Tour aufmachen. Genau. Tü-tü-tü. Das gibt noch den die Map. Genau. Gut. Dann müssen wir wieder zu den Brunnen. In den Brunnen. Raus hier. Ja, hier. Okay. Hier weiter. Stimmt. Da kommt der ja wieder raus. Okay. Versuchen wieder den Schrank. Weiß ich, aber uns wieder nicht geht. Oder uns kriegt diesmal.
wieder los. Ich meine, ist das B-Ende und mal gucken, wie wir. Weil die müsste ich komplett nochmal anfangen. Weil wollen wir nur Drive 3 Saves haben. Try. Okay, Rest ist einfach nur runter. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht nicht auf Power 3 einfach weg sind, dann, wenn wir das B-Ende haben. Hey Edward, was geht? Voice. I didn't think you'd get this far, Helen. Edward? That is Edward's voice? You're the murderer? Let's play, Helen. Okay. Wieder rüber, machen das Tor wieder auf. Ja, aufstellen. Bisschen windig, wa? Mein Gott. This is the place where many mangled male and female bodies are being found. The search for more corpses still continues. Thank you.
Loading. Any rank B, Survivor and Unidentified. Okay, das B N haben wir auch erledigt. Und leider ist Ellen dabei draufgegangen und Sisserman ist wohl noch am Leben. Oder so. Komm wieder zurück. Ja, komm wieder zurück. Okay. Leider. Ja gut, bis auf D haben wir eigentlich alle Enden von Helen. Bei D müssten wir eigentlich von vorne anfangen, das Szenario. Aber... Ja, da habe ich jetzt... Also, mir reicht das eigentlich, dass wir ein gutes Ende haben, mittelgutes. Das war, glaube ich, was war denn das jetzt? Ah, das war's. Wo sich vorangekommen ist, genau. Wo Helen draufgegangen ist, ja, ja. Genau. Aber ansonsten haben wir das Mysterium gelöst. In der Richtung, dass der Scissorman eigentlich Edward war. Edward war. Und auch Dings war. Wie heißt es? Professor Barton. Da würde ich jetzt bei dem Spiel jetzt so belassen in der Richtung, ja. Wenn ihr spielen wollt, gibt es. Also, wenn ihr die anderen Enden spielen wollt, bei Jennifer. Ich glaube, die werden, glaube ich, mehr oder weniger die gleichen in der Richtung sein, nur halt aus der anderen Perspektive. Und ich würde jetzt auch gern mal ein anderes Spiel reinschmeißen von der Clock Tower-Reihe. Also nicht heute. Ich würde sozusagen das Spiel sozusagen, in der Richtung, für mich jetzt, ist es jetzt sozusagen beendet. Wenn ihr das selbst spielen wollt, ich glaube, die deutsche Version gibt es noch für die PlayStation 1. Leider nur gebraucht, aber auch nicht digital. Also wenn ihr alle PlayStation 2 bzw. PlayStation 3 habt, gibt es eine europäische Fassung auf jeden Fall. Genau, die kriegt man über eBay oder sowas. Also wenn ihr da spielen wollt und die anderen... Enden haben wollt, kann ich auf jeden Fall euch das empfehlen, wenn ihr auf solche Spiele steht. Ansonsten, ja, also für mich ist das sozusagen Ende im Gelände. Wir haben die meisten Enden drinne gehabt und ich würde auch gerne jetzt mit der Serie dann weiterkommen in der Richtung. Ich weiß allerdings nicht, ob ich als nächstes eher Clock Tower 3 dann anfange. Wäre, glaube ich, eher klüger, weil wir von der Zeit her nicht mehr so viel, viel haben, weil ich ja dann Ende März ja dann für mehrere Wochen weg bin. Ich denke mal, Clock Tower 3 wäre, glaube ich, dann die höchste Wahl. Ich glaube, das hat, glaube ich, nur ein Ende. Ansonsten müsste ich mich mal schlau machen, wie es mit Clock Tower The Struggle Within beziehungsweise Ghosted aussieht. Ansonsten, ich guck mal nochmal und ich entscheide mich dann am Ende, übers Wochenende nochmal, ob wir dann Ghosted weitermachen, Ghosted starten oder ach, wie heißt es, Clock Tower 3. Wobei Clock Tower 3 geht einen anderen Ansatz, statt dieses Point and Click, das ist eher mehr Richtung Haunting Ground. Ja, mehr Richtung Haunted Ground. Oder weiß ich leider nicht, ob wie viel Enden das hat. Ich glaube, The Struggle Within bzw. Ghosted hat genauso viele Enden wie hier. Müsste ich mir schlau machen. Aber gucken einfach mal. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal Ende mit Clock Tower 2 bzw. Clock Tower, hier ist, wie es in Europa heißt. Und gehen dann mit dem nächsten Spiel. Welches das sein wird. Entweder Ghosthead, wie war das? Struggle Within.
oder mit Clock Tower 3. Den letzten in der Reihe, sozusagen. Ja, eigentlich dann. Gut, ich mache hier ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr gerne mehr sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Auf YouTube, ja. Oder wenn ihr live dabei sein wollt, kommt gerne auf Twitch vorbei. Link ist auch in der Beschreibung unten. Und Ankündigungen und Sendepläne gibt es bei den Social Links. Ebenfalls in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch da finden. Und mir gerne auch folgen. Könnt ihr auch gerne auf Twitch vorbeikommen, mir auch ein Follow da lassen. Und ja, ich bin am Abend da. Ab 17 Uhr. Wenn es dazwischen kommt. Natürlich. Ansonsten Ankündigung seht ihr dann, wie gesagt, bei den Social Links. Ja, dann sage ich mal, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.